sehen will. Wir haben ein gewaltiges Problem. Das Unheil schreitet immer weiter. Und für Besserung scheint es viel zu spät. Wo kommt es her? Wo gehen wir hin? Wer ist als nächstes dran? Die Gesundheitssysteme stehen kurz vorm Kollaps, denn sie wissen nicht, was sie tun. Fast 2 Millionen Erkrankte, langsam ist auch mal gut. Wir haben eine Pandemie, es ist nicht die erste und wird auch nicht die letzte sein. Covid-19 zwingt uns in die Knie, doch wir stehen wieder auf. So vieles haben wir bis hierhin schon überlebt, immer haben wir es irgendwie geschafft. Ob Masern, Pocken, Pest oder Ebola, dieses E-Eck oder irgendeine Influenza. Es ging wie es kam und hat niemanden gekümmert. Schließlich war am Ende alles wieder gut. Es scheint, als wäre nun irgendetwas anders. Uns kommt es vor wie Sintflut. Immerhin sind wir vorbereitet, zumindest sagt man das so. Wir haben eine Pandemie, es ist nicht die erste und wird auch nicht die letzte sein. Covid-19 zwingt uns in die Knie, doch wir stehen wieder auf. Wir haben eine Pandemie, es ist nicht die erste und wird auch nicht die letzte sein. Covid-19 zwingt uns in die Knie, doch wir stehen wieder auf. Covid-19 zwingt